Hi Leute, willkommen auf dem YouTube-Channel von Sniper AS. Heute stellen wir euch ein Format vor, das wir schon vor längerer Zeit ins Leben gerufen haben. Das Format heißt Best of the Month. Dabei geht es darum, Produkte aus dem letzten Monat für euch noch einmal zusammenzufassen und diese in eine Platzierung oder Rangfolge zu bringen. Das hat für euch den Vorteil, wenn ihr nicht ständig an unserer Seite klebt, was ich jetzt eigentlich erwarten würde, dann bekommt ihr hier nochmal die Highlights vorgestellt und könnt die euch nochmal spezifisch auf unserer Seite anschauen. Damit verpasst ihr auch nichts mehr in Zukunft. Bleibt dran! Eines ist natürlich bei so einem Format ganz klar. Wir repräsentieren nur die Produkte, die bei uns in den Shop frisch reingekommen waren, also den letzten Monat. Und natürlich basiert dieses Video wie kein anderes auf unserer ganz persönlichen Meinung. Aber genau das ist doch das Spannende an dem Format. Denn letztendlich gibt es hier unheimlich viele Meinungen. Und sicherlich ist der eine oder andere von euch dabei, der sagt, das Produkt hätte ich höher oder tiefer angesiedelt in der Platzierung oder das hat meiner Meinung nach überhaupt nichts darin verloren. Lasst uns eine Diskussion starten und schreibt uns in die Kommentare, welche Produkte ihr wo gesehen hättet, beziehungsweise welche Produkte wir vielleicht gar nicht beachtet haben in unserem Sortiment, die neu reingekommen sind. Und wir machen es spannend. Das bedeutet, wir fangen an mit Platz 10. Auf Platz 10 im Monat November sehen wir die Lalex Tornado 2 Pouch. Manchmal gibt es Produkte, für die man einfach eine Lösung braucht. Und von Airsoft Innovations, die Tornado 2 Granate, ist ein solches Produkt. Denn wo mache ich diesen Klopper von Granate hin? Lalex hat über dieses Strap-System eine Möglichkeit geschaffen, die Granate richtig fest zu fixieren in der Pouch. Habt ihr das erst einmal fixiert und die Lasche oben geschlossen, dann kann eure Granate mit Sicherheit nicht rausfallen. Wirklich gut gelöst und ihr kriegt über dieses Strap auch eure Granate sehr schnell aus der Pouch heraus. Platz 9. Auf Platz 9 sehen wir das Reddot von RTI, das ich hier in meinen Händen halte. RTI ist eine relativ neue Marke in unserem Sortiment und kommt aus dem Real Steel Bereich. Der Vorteil bei diesen Reddots ist, dass sie alle gar schussfest sind. Das heißt, wenn ihr außer eurer Airsoft noch eine echte Waffe im Schrank habt, könnt ihr dieses Reddot benutzen. Bis zu welchem Kaliber findet ihr auf unserer Webseite. RTI-like hat das Reddot eine super Verarbeitung. Was ich aber besonders cool finde, ist, es hat eine Mikrometer-Klickvisierung. Hört ihr das? Bei einem Reddot in dieser Preisklasse sehr, sehr außergewöhnlich. Weiterhin könnt ihr in jeweils 5 Helligkeitsstufen von Rot auf Grün wechseln. Ihr habt integrierte Flip-Up-Covers, damit eurer Optik nichts passiert. Ihr habt ein High- oder Middle-Mount, auf dem die Optik montiert ist. Und eine kleine Rail-Schiene hier oben, auf dem ihr noch ein Micro-Dot oder sonstiges montieren könnt, wenn das für euch Sinn macht. Das Red Dot kostet nur 69 Euro, was wir für diese Qualität und Features für mehr als gerechtfertigt ansehen. Unser Tipp zum Thema Red Dots im November 2020. Kommen wir zu Platz 8. AW Custom hat zusammen mit CyberGun eine 1911er Vintage-Serie herausgebracht, die mein Herz als Sammler höher schlagen lässt. Dabei gibt es 3 Varianten. Victory Girl, Fly Girl und die Schwadron-Version, die ich hier in meinen Händen halte. Im Prinzip handelt es sich um eine Standard 1911 von AW Custom. Und zugegeben klingen hierfür 198 Euro echt gesalzen. Und was macht diese Waffe
trotzdem ihren Preis wert in unseren Augen? Erstens einmal ist das hier eine Lizenzversion von Otto Ordnance. Zweitens habt ihr eine echt liebevolle Bearbeitung und noch mit Echtholzgriffschalen. Und drittens ist es eine limitierte Auflage. Wir wissen nicht, auf wie viel Stück die Auflage limitiert wurde, aber auf jeden Fall könnt ihr davon ausgehen, dass die Pistole nicht ewig im Handel erhältlich sein wird. Wenn ihr jetzt zuschlägt, habt ihr einfach auf die Zeit gesehen, etwas Besonderes, das nicht jeder hat. Platz 7. Auf dem 7. Platz im Monat November sehen wir die Wosk Agency VX9 Pistole. Die Highlights der Waffe sind die Echtholz-Griffschalen mit den gummierten Inlays, mit der sich die Wosk auch wirklich sehr gut greifen lässt, der einstellbare Trigger und der abnehmbare Silencer, unter dem sich ein zweigeteilter Innenlauf befindet, der komplett durchgeht. Diesen Innenlauf könnt ihr ebenfalls abschrauben und somit habt ihr eine ganz normale 1911 am Ende. Wartet, kommt gleich, dauert etwas. Tada! Zur Wosk VX9 Agency wird es in Kürze ein separates Video auf unserem Kanal gehen. Bleibt dran und verpasst es nicht. Unser Platz 6. Auf Platz 6 hat es die Scorpion Evo 3 in der ATEC-Variante in FDE geschafft. Meiner Meinung nach hätte diese Waffe definitiv Platz 1 oder 2 verdient. Warum nur auf 6? Es ist nicht wirklich was Neues in unserem Sortiment, sondern einfach nur eine neue Farbe. Denn die Scorpion ATEC gibt es schon seit längerem in Schwarz bei uns im Programm. Die Scorpion Evo 3 kann man technisch wirklich als ausgereifte und qualitativ hochwertige Waffe bezeichnen. Sie wird in Dänemark gefertigt, daher haben wir diesen Aufkleber auch dieses Mal draufgelassen und ist das bisherige Glanzstück der Firma Action Sport Games. Über die Scorpion Evo 3 gibt es wirklich ganz, ganz viel zu erzählen. Also wenn euch dieses Modell mehr interessieren sollte, dann schreibt es uns in die Kommentare und wir werden gerne ein extra Video für euch daraus machen. Platz 5. Die Lancer Hybrid Serie steht bei uns auf Platz 5. Dieses Mal bezieht sich der 5. Platz nicht auf ein einzelnes Produkt bzw. eine einzelne Waffe, sondern auf eine ganze Serie, die Hybrid Serie von Lancer. Diese kam im November krachneu bei uns rein. Die Hybrid-Serie besteht momentan aus 3 verschiedenen Modellen. Hier in meiner Hand halte ich gerade die Vigor und jedes Modell gibt es in 2 Farben, Black and Tan. Wir wollen damit honorieren, dass Lancer einfach niemals stillzustehen scheint. Lancer hat ja schon einen riesigen Erfolg mit ihrer Polymer-Serie, wo ihr eine Waffe für unter 200 Euro in zig Modellvarianten und Farben bekommt, die gleich ab Werk eine ETU und ein MOSFET eingebaut hat, das auch noch super funktioniert. Darüber hinaus gibt es von Lancer auf der anderen Seite dann die Broline-Version. Die Broline-Version unterscheidet sich von der Polymer-Version, indem sie einen Metall-Body, Metall-Stocktube, Metall-Außenlauf und andere Internals besitzt. ETU und MOSFET bleiben gleich, aber so hat die Broline-Variante zum Beispiel SRS-Stahlgears darin verbaut, einen anderen, stärkeren Motor, einen leicht anderen Lauf und solche Features. Damit wäre es eigentlich genug und die meisten Firmen würden sich damit auch begnügen. Erfolg auf voller Länge, was will man mehr? Lancer aber hat gesagt, das reicht uns nicht aus und hat somit die Hybrid-Serie auf den Markt gebracht. Die Hybrid-Serie vereint das Beste aus 2 Welten. Aus der Polymer-Welt, also aus der Einsteiger-Welt von Lancer und aus der Proline-Welt. So haben die Waffen zwar immer noch einen Polymer-Body, aber ein Metallriss. Weiterhin
wurden die Internals aus der ProLine-Version in die Hybrid verbaut. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Motor mit Schutzschaltung drin oder mit Schutzabschaltung. Wir haben die SAS-Stahlgears drin. Wir haben den Piston der ProLine-Version drin, den leicht verbesserten Lauf und so weiter. Für dieses innovative Verhalten und dafür, dass Lancer einfach niemals stillsteht, wollten wir der Hybrid-Serie Platz 5 spendieren. Kommen wir zu Platz 4. Im November belegt unter den Neuerscheinungen bei uns im Shop die Hudson H9 den 4. Platz. Diesen haben wir aufgrund des exotischen Designs und ihres optischen Alleinstellungsmerkmals im Airsoft-Bereich, im Bereich der Pistolen, gegeben. Den echten Waffenhersteller, die Firma Hudson, gibt es leider schon nicht mehr und damit bleibt die Hudson H9 wohl eine Art Unikat im Airsoft-Bereich. Die Hudson H9 wird von niemand Geringerem als AW Custom gebaut und ist durch die Firma EMG in Amerika lizenziert. Die Hudson H9 hat so einiges an Extras zu bieten. Das würde den Rahmen dieses Videos auf jeden Fall sprengen. Daher würde ich auch an dieser Stelle sagen, wenn ihr Interesse habt an einem weiteren Review über die Hudson H9, dann schreibt es uns in die Kommentare und wir werden uns darum kümmern. Ansonsten kann ich zu Hudson wahrscheinlich nur anmerken, entweder man liebt das Design oder man hasst es. Dazwischen gibt es wahrscheinlich nicht viel. Und allmählich wird es etwas spannender. Wir kommen zu Platz 3. Den 3. Platz geben wir der Welken ASL Plus Whisky. Das Plus steht im Übrigen für High Velocity und spielt auf die Performance der Waffe an. Und wenn der eine oder andere von euch jetzt etwas Irritation verspüren sollte und vielleicht denkt, das ist halt eine M4, warum ist die auf Platz 3? Dann müssen wir an dieser Stelle vielleicht noch einmal etwas klarstellen. Wir vergeben in den Top 10 keine Platzierungen aufgrund des Preises oder weil die Waffe insbesondere professionelle Spieler anspricht. Unsere Platzierungen sind vielmehr für Innovation, besonders gute Verarbeitung, Klasse-Preis-Leistungs-Verhältnis und solche Faktoren. Seit einigen Jahren ist Welken im deutschen Airsoft-Markt im Anfängerbereich nicht mehr wegzudenken. Unzählige Einsteiger haben ihr Airsoft-Leben mit einer Welken Battle Machine begonnen. Und einige der größten Spielfelder in Deutschland benutzen die Welken als Leihmarkierer aufgrund ihrer außerordentlichen Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. Was wir aber mit Platz 3 honorieren wollen, ist, dass sich Welken auf diesen Lorbeeren nicht ausruht. Welken hat mit ihrer neuen Serie, mit den ASL Plus, mit der Whisky und der Kilo ordentlich einen draufgelegt. Die Modelle sind nicht nur wesentlich stylischer geworden, gerade die Performance hat ordentlich zugelegt bei den neuen Modellen. So läuft im Inneren der Waffe eine 8mm Gearbox mit Stahlzahnrädern von SAS, einem Piston mit Stahlzähnen, einem MOSFET, einem Motor mit Aktivabschaltung und, das Herzstück, ein Federschnellwechselsystem. Damit seid ihr mit der Welken so flexibel aufgestellt wie nie zuvor. Ihr könnt die Waffen im CQB-Bereich spielen, vielleicht da die Kilo etwas besser noch als die Whisky. Und ihr könnt sie auf lange Distanzen schießen. Von einer M90 bis zu einer M140 schluckt die Welken-Serie einfach alles. Aber bitte achtet darauf, nur die Original-Welken-Federn zu verwenden. Da es zu dieser Waffe wesentlich mehr zu sagen gibt, als wir jetzt hier in dem kurzen Overview preisgeben können, haben wir euch ein extra Video dafür erstellt. Darauf seht ihr auch, wie performant die Waffe tatsächlich ist. Dieses Video findet ihr bereits auf unserem Instagram-Kanal und wir werden es auch bald auf YouTube hier online stellen für euch. Mit dem 2. Platz haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Denn hier konkurrieren zwei Produkte miteinander, die auch in unserem Unternehmen sehr viel für Diskussion gesorgt haben. Beide sind wirklich, wirklich cool
Der zweite Platz ist allerdings mein Favorit. Platz 2. Platz 2 ist wie angekündigt mein Favorit. Die STI Combat Master von ASG. Geiles Teil. Wer von euch da draußen, genau wie ich, bekennender John Wick-Fan ist, kommt an dieser Waffe nicht vorbei. Es gibt nicht viele Lizenznachbauten der STI Combat Master auf dem deutschen Markt. Erst vor kurzem gab es noch von AW Custom eine super heiß begehrte Version davon. Diese war allerdings fast über Nacht ausverkauft und es wird sie wahrscheinlich auch nicht mehr in der Form geben. Nichtsdestotrotz kam jetzt ASG im November mit ihrer eigenen Version der STI Combat Master auf den Markt. Und diese rockt so richtig. Die STI Combat Master lässt in puncto Qualität keine Wünsche offen. Es ist mir rätselhaft, wie man für so wenig Geld eine so gute Waffe bauen kann. Im Auslieferungszustand kommt die Combat Master direkt mit einem CO2-Magazin. Dieses verleiht der Waffe ordentlich Dampf. Das ausgeklügelte Hop-Up-System sorgt dafür, dass die Waffe sehr, sehr präzise ist. Ihr könnt auch schwere BBs verwenden und dadurch eure Zielsicherheit bzw. Treffsicherheit enorm erhöhen. Da es über die STI Combat Master noch viel mehr zu erzählen gibt und wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu zeigen gibt, haben wir uns dafür entschieden, ein extra Video dafür für euch zu machen. Dieses werdet ihr demnächst auf unserem Channel YouTube, Instagram anschauen können. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Platz Nummer 1 im November 2020 bei Sniper Airsoft Supply ist die AAP 01 von Action Army aus Taiwan. Action Army gibt es mittlerweile ja schon etwas länger am Airsoft-Markt. Der Hersteller war in erster Linie für Upgrade-Parts für verschiedene Sniper-Rifles bekannt geworden. Zum Beispiel für Tokyo Marui's VSR-10-Modelle. Später kam Action Army dann mit außergewöhnlichen eigenen Sniper-Rifles auf den Markt. Dennoch würde ich sagen, dass für mich Action Army eher ein Geheimtipp in der Airsoft-Szene war. Mit der AAP 01 ist dem Unternehmen aus Taiwan dieses Mal der große Durchbruch gelungen. Und ich glaube, wenn ich mir die Lieferzeiten und die Möglichkeiten, an dieses Produkt heranzukommen, etwas genauer anschaue, ist Action Army selbst von ihrem Erfolg überrascht. Die Nachfrage nach diesem Modell ist unglaublich. Und im November war es sage und schreibe unsere meistverkaufteste Airsoft-Waffe in unserem Programm. Die Nachfrage der Waffe ist nicht umsonst so groß. Das Original kennt ihr sicherlich aus unzähligen Hollywood-Action-Movies. Bei der Airsoft-Variante handelt es sich um eine sogenannte Gas-Blowback-Variante. Und das zu einem unglaublichen Preis. Das Coolste an dieser Waffe ist allerdings, dass ihr sie komplett pimpen könnt. Das bedeutet, ihr könnt euren eigenen Style eurer AAP 01 bauen. Dafür könnt ihr verschiedene Teile gegen die Standardteile wechseln. Diese Anbauteile sind alle aus Aluminium und es gibt sie in unterschiedlichen Farben. Somit könnt ihr zum Beispiel einen Silencer verschrauben, der Adapter ist schon bei der Waffe dabei. Ihr könnt eine Undermount Rail dran schrauben, ihr könnt eine Scope Mount Base verschrauben, zur Montage eines Red Dots. Ihr könnt einen Cocking Handle oder Charging Handle verbauen, ein Magwell und noch einige andere Teile. Einen kleinen First Impression Clip gibt's bereits auf unserem Instagram-Kanal. Und wenn ihr die Waffe super interessant findet und ihr möchtet ein ganzes Review von uns sehen, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wir werden sehr, sehr gerne darauf reagieren und uns mit der Waffe etwas ausgiebiger beschäftigen für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt vielleicht Lust auf mehr bekommen. Abonniert unsere Kanäle YouTube und Instagram, damit ihr keine Neuigkeiten, Videos und Bilder mehr von uns verpasst. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like gibt, wenn euch das Video gefallen hat.
Schreibt uns auch in die Kommentare, was eure persönliche Top 10 gewesen wäre oder ob ihr eines der Produkte bereits besitzt. Und natürlich dann auch, was eure Erfahrungen damit waren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.